Liebe Gipfeltreffen-Familie. Am letzten Sonntag, am 29. August, ist nach 3 Jahren das letzte Gipfeltreffen über die Bühne gegangen. Wir fliegen auf viele schöne Matinees zurück. Mit vielen interessanten Gästen. Und mit vielen eindrücklichen Musikerinnen und Musikern. Am meisten aber hat uns gefreut, dass das Gipfeltreffen euch so gefallen hat. Wir möchten uns deshalb bei euch, liebe Gipfeltreffen-Familie, ganz herzlich bedanken. Und zwar, dass ihr immer so zahlreich erschienen sind. Und auch für die vielen persönlichen und herzlichen Rückmeldungen, die wir von euch erhalten haben. Ja, wirklich, das haben wir so noch nie erlebt. Das hat uns sehr berührt. Und unglaublich gefreut. Vielen Dank. Wegen Corona haben wir das Gipfeltreffen per Livestream mit Regio TV Plus übertragen müssen und dürfen und können. Aber eben ohne Publikum. Ohne euch. Und Kaffee und Gipfel hat es auch nicht mehr gegeben. Und das war ja neben dem Talk das zweite Standbein. Zusammenstehen, sich austauschen, sich näher kommen. Ja, das hat uns ja die Pandemie so richtig vermasselt. Darum werden jetzt Barbara und ich das Gipfeltreffen neu überdenken. Ja, dann müssen wir mal wieder über die Bücher gehen. Denn ein Gipfeltreffen ohne Gipfel und Treffen ist kein Gipfeltreffen. Das heißt? Wir machen jetzt eine kreative Pause. Und denken uns was Neues aus. Und wir sind selber gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und bis es soweit ist, wünschen wir euch von Herzen eine gute und wunderbare Zeit. Dankeschön allen, die uns unterstützt haben. Danke, liebe Gipfeltreffen-Familie. Keine Sorge und macht's gut. Und bleibt vor allem gesund. Tschüss.